Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht, ich bin so gut wie ungeschminkt, also ich trage nur Foundation, Augenbrauen, eine Eyeshadow-Base habe ich drauf, also meine Base quasi, weil ich möchte euch heute ja, den Look schminken, den ich verbaselt habe, beziehungsweise den ich aus Versehen gelöscht hatte von der Speicherkarte, und zwar mit dieser Palette, die Hatice-Palette von NOF. Hatte ich euch ja vorgestellt und habe euch auch gesagt, dass ich die verlose. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch das da oben. Könnt ihr auch gerne noch dran teilnehmen. Die Verlosung geht bis zum 24. Und ja, da könnt ihr einmal die Palette und den, wo ist er? Hier, den Bronzer gewinnen. Natürlich alles neu und original verpackt, weil das ist jetzt meins. Das habe ich schon angegrabbelt, weil ja, ich habe schon jede Menge Looks mit dieser Palette geschminkt. Die sieht schon ziemlich mitgenommen aus, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ja, heute möchte ich mich mal an einen gewagteren Look begeben und auch ja, diese Wimpern hier testen, die ich euch auch gezeigt hatte, weil ihr euch das gewünscht hattet. Und zwar hatten die meisten von euch, also wie ich das in den Kommentaren mitbekommen hatte, sich einen Look mit Rottönen gewünscht. Also sprich beschlissen. Geil. Ja, übrigens eine Hammerfarbe, beziehungsweise ein Hammername und auch eine Hammerfarbe natürlich. Und was war noch gefragt, dieses entweder Geld steht dir, der Name ist übrigens ja der Hammer, oder Baby, also was Rot-Goldenes. Ja, passt glaube ich ganz gut zum Thema Weihnachten, obwohl es ja bis dahin noch ein bisschen hin ist, aber ja, so lange ist es ja auch nicht mehr, ne? Und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, ja, was ich damit schminke und wie das dann am Ende aussieht, was ich da produziert habe, dann bleibt dran. Wie gesagt, die Base ist schon drauf. Wir widmen uns heute also nur den Produkten, die ich quasi ja, neu habe, also sprich die Hatice-Produkte. Zum größten Teil von Love, außer der eine, ja, das ist der Highlighter, ne? Der darf natürlich auch nicht fehlen, der ist auch von Hatice, aber der ist von Becca, den kennt ihr aber schon von mir. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mal zu pinseln. Ich muss mal schauen, also ich habe so eine bestimmte Vorahnung, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, ich mixe einfach mal drauf los. Wir fangen mal ganz dezent an mit Bone, ne? Das ist dieser, wie heißt es, ja, jetzt komme ich nie auf den Namen. Setting Tone, genau, den ich super finde, weil somit können wir uns schon mal eine Basis schaffen, ne? Ihr wisst das, das mache ich schon seit eh und je, habe ich mir auch bei, ja, Hatice abgeschaut sozusagen, das macht sie nämlich auch immer, dass sie sich erst hier was Pudriges drauf gibt, damit das alles besser ineinander verschmilzen kann und ja, nicht so, also damit ihr hier nicht so ein Flatschen von Farbe habt gleich, ne? Sie ist ja eher ein Freund davon, einen Look langsam aufzubauen und am Ende knallt es dann trotzdem ordentlich. Und ja, das praktiziere ich auch so, sagen wir mal so, weil ja, ich bin noch nicht so sicher und ich bin kein Profi, ne, wie ihr wisst. Und von daher ja, baue ich lieber auf und versuche dann Schritt für Schritt, Knabberglück, mich vorzuarbeiten. Das machen wir jetzt mal weiter mit Moody, ne? Das ist ja die Transition Shade überhaupt. Den habe ich, diesen Ton habe ich in den letzten Tagen getragen wie nix, weil der einfach, der geht immer, ne? Ihr seht das, der ist auch sofort da. Die Pigmentierung ist ordentlich, obwohl ich den Pinsel abklopfe. Natürlich staubt es ein wenig, ne? Also ihr habt ja, Kickback, Fallout kaum, wirklich, muss ich sagen. Und ich finde auch, das hatte ich euch übrigens alles schon mal, ich versuche, dass ich das alles noch irgendwie zusammenkriege, in dem anderen Video erzählt, was ich leider gelöscht habe, wie ich am Anfang gesagt habe, dass der sich wunderbar hier in die Lidfalte reinlegt, quasi schon. Das habe ich sonst selten bei Tönen, muss ich sagen. Sonst habe ich, ja, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen mal in die Vollen sofort. Also da habe ich das in dem Look, glaube ich, auch gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und gehe direkt mal in Bischlissen rein. Mit einem, jetzt muss ich mal schauen, im besten Fall mit einem Pinsel, ne? Aber mit welchem? Tense hat, ihr seht das, wie das leuchtet, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich habe euch das ja in den Swatches gezeigt, aber guck mal. Aber hallo, ja? Also, da geht ordentlich was ab und ihr seht, ein bisschen habe ich sogar noch auf meinem Finger. Und ja, ich glaube, der Pinsel war die richtige Wahl. Ihr seht, was da rumkommt und den gebe ich mir jetzt einfach mal in mein äußeres V. Arbeite den einfach mal da ein. Mal schauen. Ich glaube, wir versuchen es dann doch mal hier mit so einem so Eva-Pinsel.
Ja, da kommt schon nicht mehr ganz so viel Pigment auf den Pinsel. Aber wenn man mit dem anderen anfängt und das aufbaut und das dann damit irgendwie so ein bisschen verblendet, habe ich den Eindruck, geht es. Ja. Ich könnte euch aber auch eigentlich mal für die Aktion ein bisschen näher ranholen, ne? Das wäre vielleicht mal von Vorteil, damit ihr auch mal seht, was ich mir hier zurecht pinsele. So, das wäre vielleicht mal angebracht, ne? Dann seht ihr auch mal hier, was da, holla die Waldfee, was da für Farbe auf dem Auge, was da los ist, ne? Wie gesagt, wir müssen uns das jetzt hier noch ein bisschen einblenden. Ihr seht, ein bisschen Fallout ist, ne? Bei den Glittertönen, das ist aber meiner Meinung nach völlig legitim. Das dürfen Glittertöne auch, die dürfen ein bisschen Fallout haben. Und ich glaube, das wird schon so einer meiner neuen Lieblingstöne, wie ihr das auch erkannt habt. Und ihr mögt den auch, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich hatte euch ja gefragt, ne? Zum Thema Gewinnspiel nochmal, welcher Ton euch hier am besten gefällt. Und am meisten wurde wirklich beschlissen. Und hier dieser blaue, dieser Hope, dieser türkisblaue Ton genannt. Ja, das sind auch, muss ich sagen, meine beiden Lieblingstöne aus dieser Palette. Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass Hatti draufsteht, ne? Das zieht natürlich auch, keine Frage. Aber ich muss auch sagen, von der Qualität her, wie gesagt, ich konnte die ja jetzt ein bisschen länger testen, diese Palette. Und es gibt wirklich keine Farbe hier drin in dieser Palette, wo ich sage, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Sogar diese Knallertöne wie Hope und Mavi, die haben was, ne? Für bestimmte Looks haben die was und ja, die kann ich mir auch gut vorstellen. So, jetzt gehe ich nochmal, um das Ganze ein bisschen wärmer zu machen, ihr wisst ja, ne? Ich mag es wärmer, gehe ich jetzt nochmal hier in Istanbul rein. Mit dem gleichen Pinsel, wo ich auch den Beschlissen aufgetragen habe. So, komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und versuche mir das hier noch so ein bisschen, ohne mir das hier überall hinzuschmieren, zu verblenden und gleichzeitig ein bisschen aufzuwärmen. Und ich sehe, da muss ich gleich nochmal ran. Ich hätte das anders machen sollen. Ich glaube, das habe ich bei dem Look auch gemacht. Ich hätte erst mit Istanbul reingehen sollen, das verblenden sollen und dann hier das aufgeben sollen. Aber wie gesagt, ich schminke ja nicht so auf bunte Looks, ne? Ich habe ja damit erst vor kurzem quasi angefangen. Und ich bin da noch nicht so, ja, wie sagt man, noch nicht so geübt drin. Deswegen verzeiht mir An die das. will ich mich morgen mal wagen, weil morgen kommt mein Schminkbox-Video. Also morgen drehe ich das. Dann kommt es am Montag online. Heute haben wir Samstag und ja, da möchte ich diesen lila Ton verwenden, weil ich habe ja den Stila Eyeshadow gezogen, den lilanen, und ja, da möchte ich diesen Ton hier ins äußere V geben, habe ich mir überlegt, weil ich glaube, der passt da optimal zu. Das ist ein Lila und ich habe so kein Lila. Ja. Und dementsprechend werde ich den dann verwenden, aber wie gesagt, heute geht es um die Rotfraktion. So, ich lasse das jetzt erstmal so. Das sieht im Moment noch so ein bisschen, ja, unordentlich aus, wie ihr seht, ne? Das muss ich alles noch, ja, schön machen, sozusagen. Und mir fällt gerade auf, ich könnte eigentlich auch, ja, ihr seht, ich experimentiere heute, das mache ich auch, Beschlissen auf mein komplettes bewegliches Lid geben. Das versuchen wir jetzt mal. Und dann einen anderen Ton darüber geben. Und ich glaube, ich gehe da wirklich mal mit dem Finger rein, weil ja, dann bekommt ihr mehr drauf. Das merkt ihr, ne? Also mit so einem Synthetikpinsel, wow, ja, geht das schon ganz gut, aber mit dem Finger habt ihr wirklich die volle Lotte Farbe auf dem Auge, wie ihr gerade seht. Das ist rot, ja. Ich wollte ja immer mal einen Rotlook schminken, weil ich den jetzt schon des Öfteren bei Katrin gesehen habe. Die hat ja schon des Öfteren Rot benutzt, auch auf dem beweglichen Lid. Und ich habe mich bisher nie getraut, muss ich sagen. Aber ich dachte mir, ja, die Palette lädt zum Spielen ein, wie ich euch gesagt habe. Und ich sehe komplett jetzt, ne? Also ich muss das alles sauber machen gleich. Wundert euch nicht. Die Palette lädt einfach mit den Farben zum Spielen ein. Und ja, dann spielen wir auch mal damit, ne? Dachte ich mir. So, jetzt überlege ich. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel einfach. Ich nehme jetzt aber vorher nochmal so einen Pinsel und Istanbul, ja, das hätte ich vorher machen sollen, und gebe den jetzt in die Lidfalte, einfach als
als warme Shade sozusagen, weil ich das ja sehr warm haben möchte. Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. So hat das funktioniert. Und jetzt gehe ich mal, ich glaube, in die Farbe Geld steht dir. Weil ich finde den Namen einfach so geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Rot-Gold-Kombi sehr gut passt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es wird jetzt dadurch so ein bisschen orange, ne? Das Rot. Weil, ja, ich jetzt hier dieses Gelb-Gold wirklich drauf gegeben habe. Im Spiegel sehe ich das jetzt gerade besser als in der Kamera. Das gibt halt so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Verlauf, ne? So ein Farbverlauf. Und ich muss sagen, das gefällt mir gerade extrem, extrem gut. Ja, obwohl es gewagt ist. Wie gesagt, ich würde sowas nur niemals rausgehen, ne? Auch mit den Wimpern nicht, aber ich sag mal, wenn ihr mal was vorhabt am Abend und ihr wollt was Rotes schminken, könnte ich mir das ganz gut vorstellen mit der Palette. So, jetzt kümmern wir uns mal um den unteren Wimpernkranz. Und dann nehme ich mir mal hier so einen ganz normalen Pinsel und dann gehe ich mal in die Farbe Geil, weil das ist quasi das, ja, ich würde sagen, das Pendant zu Beschlissen, nur in matt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der, ja, gut dazu passt. Ja, ich würde sagen, das tut er. Nehme aber jetzt keine neue Farbe mehr auf, weil ich würde mal sagen, so rein vom Gefühl her, es ist jetzt genug Farbe drauf, ne? Ich würde sagen, es reicht jetzt. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen ganz sauberen Blenderpinsel, weil ich das hier unten nie so farbintensiv mag, gerade bei Rot. Ne? Da habe ich euch schon mal gesagt, bei dem einen Look, da müsst ihr echt aufpassen, weil ja, das sieht schnell so ein bisschen versoffen aus, als ob ihr die Nacht durchgezecht hättet. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Die Kanten sind nicht so ganz sauber bei mir, ne? Deswegen wundert euch da nicht, aber wie gesagt, ich muss mich da noch reinfuchsen, so ein bisschen, in die farbintensiveren Regionen. Ich mache das ja erst seit kurzem, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Vorher war ich ja immer so, ne, nude, nude, nude und nur ein bisschen braun vielleicht, aber jetzt mittlerweile traue ich mich da schon ein bisschen was. Und ich würde sagen, ich gebe mir jetzt nochmal die Farbe Geld steht dir, aber wirklich mit dem Finger auf die Mitte, um, ja, so ein holographischen Effekt einfach, also so ein 3D-Effekt, kann man das so nennen, keine Ahnung, zu haben, aber nur ganz sachte. Das machen wir jetzt mal hier mit so einem großen Pinsel, ne, wo ich eben die Bone mit aufgetragen hatte, den nehme ich nämlich jetzt nochmal, weil, ja, da hat sie schon recht, der eignet sich wunderbar, nicht nur zum Setten, sondern auch zum Saubermachen, dafür nehme ich solche Töne ja auch immer ganz gerne, ne, um mir hier solche Patzer einfach damit wegzumachen und ich befürchte fast, dass dieser Ton der erste sein wird, der in dieser Palette ein Hitzepan hat, neben Mutti natürlich. Ich denke auch, dass ich diese Palette wirklich, also im Moment hänge ich voll an der, die werdet ihr garantiert, da verwette ich meinen Hintern drauf, in meinem nächsten Favoriten wiederfinden. Also die von November dann quasi, weil durch die Bank weg alles geile Farben und ja, die sich super verarbeiten lassen und wo man keine Schwierigkeiten mit hat. Ihr seht es, ne? Ein bisschen Fallout habt ihr, aber das sind jetzt auch wirklich intensive Knallerfarben. Also verwendet die mal von einer anderen Marke, dann habt ihr ja roten Schnee im Gesicht. Ne? Und ich finde, für diese Farbintensität und alles geht das. Und ich sehe gerade meine Augen, ja, die strahlen durch dieses Rot. In der Kamera sehe ich das gerade vor allen Dingen. Ich bin mal gespannt, wie das gleich ist, wenn ich die Wimpern drauf habe. Und den Lippenstift dazu. Ja, ich setze mir jetzt gleich noch ein Augeninnen-Highlight. Und zwar benutze ich da die Farbe Pamuk. Ja, da hat sie ja, die hat sie ja nach ihrem Kater benannt. Pamuk und Mavi. Hier benutze ich jetzt einen ganz stinknormalen Kajal. Man könnte jetzt natürlich auch schwarz nehmen, aber da ich mir schon einen schwarzen Eyeliner ziehe, wäre mir das too much. Aber ihr könnt das natürlich machen. Ne? Für so einen gewagten Look bietet sich das natürlich an, da auch was Schwarzes in die und auf die untere Wasserlinie zu geben. Aber wie gesagt, ich habe eh schon kleine Augen und dementsprechend mag ich hellen Kajal einfach lieber. Ja, und der hat so seine Schwierigkeiten, stelle ich gerade fest mit den Farben. Deswegen nehme ich mir jetzt mal hier den von Kiss. Der ist viel schwarzer oder schwärzer vielmehr. Und das ist ja mein absoluter Lieblings-Eyeliner. Und jetzt muss ich mal die Klappe halten, weil ja. Ihr wisst, wie das mit mir mit Eyeliner ist, ne? Und ihr seht vielleicht, der gibt deutlich mehr Farbe ab. Also entweder
ist der bald leer von Maybelline. Das kann natürlich sein, weil ich den im Moment sehr viel benutze, weil ich ihn einfach aufbrauchen möchte, weil ja auch Eyeliner halten nicht ewig, ne? Wie ihr euch vorstellen könnt. Oder ja, der funktioniert einfach auf den Farben nicht. Das kann natürlich auch sein. Wir machen jetzt mal nicht mehr an dieser Stelle, sonst machen wir es nur wieder schlimmer. Ich bin noch nicht zufrieden, das ist noch nicht perfekt, aber wie gesagt, bei Eyeliner, und ich habe euch das schon mal gesagt. Wir kümmern uns jetzt um die Wimpern. Die werde ich aber off-camera aufbringen, weil das kann ich an der Kamera nicht. Es tut mir leid. Ich bin ja auch nicht so der falsche Wimpernprofi und ja, dementsprechend, ich brauche ein bisschen. Und dann wird das Video noch viel länger und das wollen wir ja alle nicht. Dementsprechend werde ich die jetzt mal off-camera aufbringen und mir auch schon mal meinen Concealer auftragen und abpudern. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich dann um den Bronzer kümmere, wenn ich den dann auftrage, weil ja, der gehört ja auch zur Kollektion. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. So Mädels, da bin ich wieder und ihr seht, ja, es sieht ein bisschen anders aus, ne? Also die Wimpern, die sind schon echt extrem, ne? Aber ich sag mal, bei so einem Look mit solchen Farben gehört sowas einfach dazu und ich finde sie auch, und ich finde sie jetzt auch noch tragbar, ne? Es ist ungewohnt für mich, keine Frage, weil, ja, ich trage sowas einfach nicht, ne? Aber wie gesagt, für besondere Anlässe stelle ich mir das ganz gut vor. Wie eben schon gesagt, habe ich meinen Concealer und so schon gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen am unteren Wimpernkranz gemacht und oben noch ein bisschen ausgebessert, weil ich gemerkt habe, es kommt mit den Wimpern nicht so ganz hin. Ihr seht, man sieht auch nicht so viel vom Augen-Make-up, wenn ich die Augen auf habe. Ne? Das ist schade eigentlich immer. Da muss man sich dann immer überlegen, will man so lange Wimpern oder nicht. Deswegen habe ich das hier wenigstens hier oben noch so ein bisschen höher gezogen alles, damit man wenigstens etwas von dem Lidschatten sieht. Und ja, jetzt widmen wir uns dem Bronzer. Ich nehme mir jetzt hier so einen, ja, einen ganz normalen Pinsel und gebe mir den jetzt hier auf mein Gesicht. Und dann seht ihr, optimal, ne? Optimal. I love it. Ich glaube, das wird mein nächstes Favoritenprodukt. Also, ich habe sowas noch nie in der Drogerie gesehen, wirklich. Ich habe den mal spaßeshalber gegen den Hoola Bronzer gehalten, den ich hier auch habe. Und Mädels, was soll ich euch sagen, der ist noch geiler als Hoola. Ja, und er war günstiger und man bekam ihn in der Drogerie. Ne? Man musste etwas kämpfen, wie gesagt. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Ich bin froh, dass ich den ergattern konnte. Der ist optimal. Ihr wisst vielleicht, dass ich nicht so auf so dolle, harte Kanten stehe und der macht das gar nicht. Ne? Und wie sie schon gesagt hat, der verschmilzt auch 1A mit der Haut, obwohl ich jetzt nicht überall Puder drauf habe. Ihr wisst das vielleicht, ne? Dass ich nur meinen Concealer abpudere oder die Stellen, wo ich meinen Concealer aufgetragen habe. Und trotzdem, alle anderen, die schmieren so ein bisschen und lassen sich nicht verteilen gut, aber der gleitet wie Butter. Ne? Und der ist so weich. Ja, ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Jetzt machen wir weiter mit Blush. Ja, da habe ich den hier von Maybelline, weil ich denke mal, wenn es hier schon so knallt und auf den Lippen gleich knallt, dann dürfen wir es hier ruhig ein bisschen sachte angehen lassen. Wenn ihr natürlich mehr wollt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr auftragen, aber ich bin ja sowieso nicht so der Blush-Mensch, ne? Genauso wie Hattie auch nicht. Die mag ja auch nicht so gerne Blush, sagt sie ja immer. Und mir geht das genauso, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und von daher, ja, reicht mir das schon. Obwohl man das jetzt kaum sieht, ne? Aber ich finde, in Kombination mit dem Bronzer, ja, macht das schon was mit meinem Gesicht. Ja. Und um noch mehr in meinem Gesicht zu machen, nehmen wir jetzt mal den Highlighter und da freue ich mich schon drauf. Den habe ich diese Woche ja auch in meiner Schminkbox, habe ich euch gezeigt, ne? Dass ich den gezogen hatte. Und ja, einerseits dachte ich mir so, ah, ich freue mich, weil ich den echt gerne benutze. Aber andererseits, ihr seht das vielleicht, ich spare damit echt, ne? Weil ja, der war nicht ganz günstig und es gibt ihn ja auch nicht mehr. Ne? Also man hat halt nicht die Möglichkeit, wenn der irgendwann mal aufgebraucht ist, mal abgesehen von der Tatsache, dass man Highlighter wahrscheinlich nicht so schnell aufbraucht. Aber trotzdem, wenn man ein Produkt immer und immer wieder benutzt, kann ich mir schon vorstellen, dass man auch einen Highlighter aufbrauchen kann. Ich habe es ja schon mal geschafft, ne? Das war so ein kleiner, aber ja, immerhin. Und man kann ihn halt nicht mehr nachkaufen. Und deswegen denke ich mir dann immer so, ne, vielleicht nur für besondere Anlässe. Aber ja, ich schrieb die liebe Jenny mir letztens unter einem Video, ne, wo ich das gesagt habe, manche Produkte, also man kann sich nicht, wie hat sie sich ausgedrückt, man sollte sich Produkte nicht immer für besondere Anlässe aufsparen, weil vielleicht hat man irgendwann keine Gelegenheit mehr, sie zu benutzen, ne? Weil das Leben kann einfach so schnell vorbei sein und da muss ich ihr eigentlich recht geben. Aber wie gesagt, ich finde den so mördermäßig geil, dass ich mir den einfach, ja, aufsparen möchte. Weiß auch nicht. Ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Ich liebe ja sowieso die Becca Highlight-Produkte, ne? Ich habe gesagt, wenn Becca 1 kann, dann Highlighter. Definitiv. Aber hiermit hat sie auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Also, ja,
Auch sowas habe ich in der Drogerie sowieso nicht und auch im High-End-Bereich bis jetzt noch nie gesehen. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht so explizit im High-End-Bereich umgeguckt, außer Mac und so, ne? Aber ja, also sowas habe ich da noch nicht gesehen mit so einem wirklich Wet-Look, wie der es macht, weil ihr wisst, ne, normalerweise gehe ich ja immer mit meinem Schwämmchen so drüber, aber das brauche ich bei dem gar nicht, weil der hat schon von alleine Wet-Look. Ja. Ja, ihr seht richtig, ihr hattet euch gewünscht, dass ich Snitches auf die Lippen gebe. Und ja, Leute, der Look ist schon sehr Crash, Boom, Bang, ne? Wie sie immer so schön sagt. Und dann noch so einen Lippenstift da drauf zu geben, ist so, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich dachte mal, heute rasten wir mal vollständig aus. Mein Gott. Und ich gebe mir jetzt mal den drauf. Vorher mache ich mir aber einen Lip Liner drauf. Wo habe ich den? Habe ich hier einen von Catrice. Ja, in so einer dunklen Farbe, weil sie hat ja gesagt, die laufen ein bisschen aus, so wie alle Liquid Lipsticks. Mein Gott, jetzt habe ich es aber. Und ja, dementsprechend gebe ich mir jetzt einen Lip Liner drauf. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber bei solchen dunklen Farben, da muss man auch wirklich exakt arbeiten. Jetzt kommen wir zu dem schönen Schätzchen hier. Und dann schauen wir mal, wie sich der auf meinen Lippen macht. Ihr seht das, ne? Der ist schon sehr vampy, wie ich schon gesagt habe. Und von daher, ja. Ist nichts für den Alltag unbedingt für mich. Das ist übrigens ein kleiner Tipp von mir an euch, was ich festgestellt habe. Ich hatte euch ja gesagt in dem Video, die sind sehr pudrig und ja, sehr matt. Ne? Die machen ihrem Namen also alle Ehre. Und wenn ihr da einen Lip Liner drunter gebt, dann habe ich den Eindruck zumindest, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sie nicht so austrocknend wirken, also nicht so pudrig, weil ihr halt noch eine Schicht drunter habt. Und ja, das finde ich ganz gut, muss ich sagen. Ihr seht es vielleicht, ne? Der ist jetzt schon trocken. Und ja, da färbt auch nichts ab, ne? Wie bei allen Liquid Lipsticks. Wir lassen das aber jetzt noch ein bisschen trocknen, weil ich möchte mal das ausprobieren, was sie in ihrem Video gezeigt hat, und zwar mit Hattie's Shade. Da hatte sie ja gesagt, dass ihr das über diese Liquid Lipstick Teile drüber geben könnt. Und ich dachte mir, wenn ausrasten, dann richtig, volle Kanne. Und jetzt, da gebe ich mir, und deswegen gebe ich mir gleich noch eine Portion Hattie's Shade drauf. Vorher kümmere ich mich aber noch um den Rest meines Augen-Make-ups. Und zwar habe ich ja gesagt, ich wollte noch ein bisschen Highlight haben. Da nehme ich mir nochmal so einen Pinsel hier und dann gehe ich nochmal in Pamuk rein. Und gebe mir den hier nochmal in den inneren Augenwinkel, weil ihr seht, man sieht zwar das Rot, aber den Rest halt nicht so wirklich. Nicht zuletzt auch durch diese extremen Wimpern, wobei ich dazu sagen muss, je länger ich die gerade trage und in den Spiegel schaue, desto, ja, desto weniger schlimm ist es für mich, sagen wir mal. So, das ist jetzt trocken, Augeninnen-Highlight ist gemacht und jetzt mache ich das mal mit dem Finger und gehe da mal in Hattie's Shade rein und schaue mal, wie sich der dann verändert. Wow. Ja, finde ich mega geil gerade, aber zu dem Look passt das nicht mehr so wirklich, muss ich sagen. Zu einem lilanen Look wird das, glaube ich, ganz gut passen. Also sprich zu dem, was ich morgen schminken möchte. Aber da habe ich leider einen anderen Lippenstift. Macht aber nichts. Aber im Grunde genommen finde ich diese Technik mit diesem Glitter ganz geil. Ist gerade irgendwie geil, auch wenn es jetzt nicht mehr so wirklich passt zum Rest des Looks. Aber ja, ich muss das mal mit den anderen Liquid Lipsticks ausprobieren, die ich so habe. Und auch von Hattie, da habe ich ja auch noch zwei, ne? Habe ich euch ja gezeigt. Einmal Hattie's Shade und dieser Fleischwurstton. Da werde ich das auch mal mit ausprobieren, gucken, wie das da aussieht. Wie gesagt, zu dem Look nicht wirklich von der Farbe her. Ich sehe jetzt hier in der Kamera nicht so viel Unterschied, aber das werde ich gleich mal beim Schneiden sehen. Aber im Spiegel sehe ich das und dieses Lila passt nicht da oben hin. Also das passt dazu nicht. Deswegen gebe ich mir jetzt mal hier noch so eine Ladung drüber und schaue mal, ob ich das irgendwie korrigieren kann, ohne den ganzen Kladderadatsch abmachen zu müssen. So, Glitterflitter wieder weg. Ich gebe mir jetzt hier noch ein bisschen Gloss drüber. Einfach hier so ein, ja, von NYX. Das macht sie ja auch immer, weil ich auch dieses Gefühl nicht mag auf den Lippen, so dieses ganz matte, ne? Aber ja, ich muss sagen, die Farbe hat schon was. Also so eine Farbe habe ich definitiv noch nicht in meiner Sammlung. Und auch wenn ich die nicht sehr oft tragen werde, ja, und auch wenn ich die nicht so oft tragen werde, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, habe ich es trotzdem nicht bereut, sie gekauft zu haben und werde sie trotzdem behalten, definitiv. So, Mädels, und das ist der Look.
Ja, achtet nicht auf meine Haare. Ich habe heute wieder Flechtfrisur. Ich hatte es euch ja mal gesagt, dass ich die so gerne mag. Und das ist auch immer noch irgendwie so. Ich würde jetzt zu diesem Look speziell eher eine Hochsteckfrisur bevorzugen. Aber wie gesagt, es soll ja heute um das Make-up gehen. Damit ihr das mal in Aktion seht und nicht um meine Frisur. Also denkt euch vielleicht irgendwie sowas Hochgetürmtes dazu. Aber ja. Ansonsten muss ich sagen, hat der Look auf jeden Fall was. Ja, er hat definitiv was. Auch wenn ich mir gerade ziemlich verkleidet vorkomme und so denke, das bist nicht du. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Farben rum zu experimentieren und ich werde das auch in Zukunft tun, mit Sicherheit. Auch, ja, und ja, auch dieser Blauton oder diese Blautöne, sprich Hope und Mavi, werden auf meinen Augen landen, früher oder später. Das kann ich euch versprechen, weil jede Menge Looks ein, wenn ich mir diese Palette anschaue, die ich damit schminken könnte und wo ich richtig Bock drauf habe. Und ja, das lädt einfach dazu ein. Ne? Sie lädt zum Spielen ein, definitiv. Weil ja, man schaut die Farben an und denkt sich so, die passen ja irgendwie alle nicht zusammen, aber irgendwie doch wieder. Das ist definitiv High-End-Qualität zum Drogeriepreis, wie sie schon gesagt hat. Da hat sie vollkommen recht. Und ja, ich kann nur jedem raten, wenn er die Produkte noch bekommen sollte. Ich denke mal, wenn das Video online kommt, wird es ein bisschen zu spät dafür sein. Aber sie hat ja schon gesagt, dass es einen Restock geben wird, Gott sei Dank. Und ich habe jetzt auch schon mehrmals gehört, dass verschiedene DM-Filialen auch noch einen Restock jetzt noch bekommen. Also es lohnt sich vielleicht nochmal da hinzuschauen oder zumindest auf die Internetseite zu gehen. Vielleicht bekommt euer DM auch noch einen Restock und ihr habt noch die Gelegenheit, die Produkte zu bekommen. Ja, Mädels, und wenn alle Schrecke reißen, dann habt ihr ja immer noch die Chance, diese beiden Produkte bei mir zu gewinnen. Ne? Wie gesagt, Video habe ich euch oben schon verlinkt. Dazu macht gerne mit. Wie gesagt, bis zum 24. geht die Verlosung noch bis nachts und ich werde das Ganze am 26. auslosen, beziehungsweise ich habe mich vertan. Ich werde das am 25. auslosen, aber am 25. drehe ich diese Schminkbox immer. Das ist der Sonntag. Und online kommen wird es dann am 26. Also wundert euch nicht, wenn dann am Sonntag nichts kommt. Das kommt dann erst ab Montag, aber ich habe es halt vorher schon abgedreht. Ich hoffe, das war jetzt wieder einigermaßen verständlich. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr noch mehr Looks mit der Palette sehen wollt. In welche Richtung, also speziell das Blau oder sonst. Wie gesagt, ich habe mich ja heute in diesem Video schon ordentlich ausgetobt, aber wenn ihr jetzt sagt, we want more, dann schreibt mir das unten in die Kommentare und eure bestimmten Wünsche, welche Farben ihr sehen wollt, welche Farbkombis vielleicht. Oder vielleicht sagt ihr auch, ihr wollt einen Alltagslook sehen, weil dieser gefiel im letzten Video auch sehr vielen. Dann kann ich euch den auch mal schminken. Wie gesagt, er ist dann nicht so aufwendig, aber wenn ihr das mal sehen wollt, wie man das schminken kann mit der Palette, dann mache ich das sehr gerne für euch. In diesem Sinne sage ich einfach mal, haltet die Ohren steif, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns. Tschüss!